folgende Aufgabe zum freien Fall. Dein Schüler behauptet, dass er unabsichtlich 8 Meter in tiefen Schnee gesprungen ist und er hätte es unverletzt überstanden. Und dann wollten wir ausrechnen, ob sowas denn möglich ist oder ob sich's um eine Blödsinnsgeschichte handelt. Ist klar, dass man mit Pech sich schwer verletzen kann, aber kann man da auch Glück haben? Und bei dieser Aufgabe gibt es zwei Bereiche, nämlich erstens den freien Fall. Ja, da interessiert mich, mit welcher Geschwindigkeit knallt er denn da unten auf den Schnee auf? Und das Zweite, was mich interessiert, im Schnee haben wir diesen Bremsvorgang. Er wird dann doch sehr schnell runtergebremst und hier interessiert mich die Beschleunigung A, also die Bremsbeschleunigung. Die ist entscheidend. Wenn die Bremsbeschleunigung hoch ist, wird es irgendwann ungesund und gefährlich. Ja, der erste Fall, also erstens der Freifall, das ist eine Standardgeschichte. Ich habe also die Höhe H ist 8 Meter, dann die Beschleunigung, mit der er nach unten fliegt, das ist die Erdbeschleunigung, das ist G, das ist 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Es gibt drei Formeln, die ich benutzen kann, nämlich V Quadrat ist 2as, s gleich 1/2at Quadrat, a gleich Delta V durch Delta T. Kommt hier nicht vor, manchmal auch die Kräfte, F ist mal A. Und das Einzige, was hier an der Stelle völlig falsch ist, V ist S durch T. Das gilt nur für konstante Geschwindigkeiten. Alles andere führt schon zum Richtigen. Wir haben gesucht. V ist Fragezeichen. Das H, das ist ja auch mein Weg. Der Weg ist die Höhe, also S und A sind gegeben, V ist gesucht. Ja, dann nehmen wir doch am besten diese Formel, da steht es doch schon fast da. Also V Quadrat ist 2as ist 2 mal g mal h, weil die Beschleunigung sind die 9,81 und der Weg ist die Höhe. Also V ist die Wurzel aus 2 mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat mal 8 Meter. Genau. Und was hatte ich raus? 12,5 ist ungefähr 12,5 Meter pro Sekunde. Das brauchen wir jetzt nicht, aber zum Vorstellen, es sind ungefähr hier, also 45 Kilometer pro Stunde. Gut. Ja, kann man jetzt noch schwer einschätzen. Jetzt ist 2 dran. Wir haben einen Bremsvorgang. Der Bremsweg S ist jetzt 1 Meter. Das ist mein Bremsweg. Wir haben die Geschwindigkeit. Ja, V gleich 12,5 Meter pro Sekunde. Beziehungsweise das ist so ein Delta V. Von 12 muss ich runter auf 0. Das ist die Geschwindigkeitsdifferenz. Gesucht ist A. Ja, die Beschleunigung. Wie werde ich abgebremst? Ich habe jetzt wieder ist diese Formel ganz praktisch, ja, weil A ist gesucht, S ist gegeben, V ist gegeben. Was hier eben vergessen wird, dass wir hier, ich kann es auch S2 nennen oder SB für Bremsweg, ich habe jetzt nicht mehr die 8 Meter. Und A sind nicht die 9,81, das ist die neue Beschleunigung. Gut. Auflösen, einsetzen, also wir haben V Quadrat ist 2as, damit ist dividiert durch 2s. A gleich V Quadrat durch 2s gleich diese 12,5 Meter durch Sekunde, nix Quadrat, ist eine Geschwindigkeit, 2 mal 1 Meter. Genau. Und ich komme hier auf Quadrat vergessen. Hier, Quadrat. Ich komme hier auf 78 Meter durch Sekunde Quadrat. Okay. Darunter kann man sich jetzt wenig vorstellen. Also wir haben ein A gleich 78 Meter durch Sekunde Quadrat. Was wir kennen ist G, 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat. Und damit können wir das vergleichen. Also A ist ungefähr gleich 8 mal G. Ich nehme lieber einen oberen Wert, weil es wird vielleicht nicht schief gehen. Wird vielleicht nicht so ganz glatt gehen, der Sprung. Und das hier ist entscheidend, um die Sache zu beurteilen.
Also ich habe 8-mal die Erdbeschleunigung. Wenn ich in den tiefen Schnee falle und alles total glatt geht, der Schnee bietet eine komplett gleichmäßige Beschleunigung. Wenn er zu weich ist, ist doof, und wenn er zu hart ist, ist auch doof, sondern der ist perfekt angepasst. Also im Optimalfall. Also deswegen nicht nachmachen. Ja, im besten Fall. Also man kann auch aus 5 Meter sterben und man kann. Aber im besten Fall habe ich nur 8G. Was heißt es? Also die Achterbahn. Da habe ich A so 3 bis 4G. Ja, und der Kunstflug. Da habe ich so bis 10G. Das heißt, das sind 10G ist eine Beschleunigung, wo es dem Normalbürger schlecht wird und dem wird ohnmächtig, aber wo er sich noch nicht schwer verletzt. Also es ist Antwort, es ist möglich. Es ist, ich sage mal, denkbar. Bei 8G hat er keine Freude, aber er muss sich nicht zwangsläufig verletzen. Es kann sein, dass die Geschichte dieses Schülers keine Märchengeschichte war. Vielleicht war der Schnee auch ein bisschen tiefer, der Hang war vielleicht schräg, dann war der Bremsweg weiter, Beschleunigung kleiner.